Führer. Steiner. Steiner no ha podido reunir suficientes tropas. No ha habido ofensiva. ¡La ofensiva de Steiner era una orden! ¿Cómo se atreven a desautorizar y contravenir mis órdenes? Es lo último que sé. ¡El ejército me ha engañado! ¡Todos! ¡Todos me han engañado! ¡Hasta las SS! ¡El generalato está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables! Mi Führer, esos hombres han derramado su sangre. ¡Es lo que son! ¡Unos cobardes, unos traidores, unos fracasados! Mi Führer, lo que dice es indignante. ¡El generalato es la vergüenza del pueblo alemán! ¡Carecen de honor! Se hacen llamar generales porque han estado en academias militares y solo han aprendido a atarse los cordones de los zapatos. Durante años, el ejército me ha dado atrás de mis iniciativas. Me han puesto todas las trabas imaginables para que fracasara. No sé cómo he podido soportarlo. Debería haber matado a todos los altos oficiales, como hizo Stalin. Yo nunca pisé una academia. Y aún así, yo solo me las ingenié. ¡Para conquistar toda Europa! ¡Traidores! ¡No han dejado de traicionarme y de engañarme desde que empezó todo! ¡Han cometido una gran traición contra el pueblo alemán! ¡Pero van a pagarlo caro! ¡Van a pagarlo con su sangre! ¡Se ahogarán en su propia sangre! Por favor, Gerda, tranquilízate. Mis órdenes han caído en oídos sordos. Es imposible. No se puede gobernar en estas circunstancias. Se acabó. La guerra se ha perdido. Pero si creen que por este motivo voy a abandonar Berlín, están muy equivocados. Antes me peguen un tiro en la cabeza. Ustedes hagan lo que quieran. Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen, sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht, Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Et la réforme profonde de l'État! Il est temps que dans cet accord des actes et des volontés, la République française, de noyautage en noyautage sous une certaine dictature, soit de perdre. Was jetzt?
Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton. Donde haya un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo y una voluntad que entran en cuenta. Kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinen Garten passen, zu dem Bassin. Bitte schön, kaufst du mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber Chopper, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehört. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinen Privatgarten stellen. Ach, wenn es dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen. Die Logik der Frau. Schau, du bist ganz schmutzig. Den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen. Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich rumlaufen wie er. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mir doch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagebesprechung gehe und mit Farbstiften hantieren muss. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenck sei unwahrscheinlich? Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind hier denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus! No! 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 Fuck! Shit! Twelve seconds later. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading. What penalties can go and fuck off, I will sue UEFA. We are still the Champions League winners. En la entrada de 1939, la España Nacional ofrece a todos los pueblos, con sus glorias y heroicos sacrificios, su voluntad de cooperar a la paz del mundo con su victoria. En la España que forjamos, no habrá un hogar sin lumbre ni una familia sin pan. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille, Faulpelz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe,
ist der Mann auf der Stelle hinzurichten.